Wir stehen hier bei einem großen Lebensmittelanbieter, dessen Produkte sicherlich schon viele im Supermarkt gesehen haben. Und dieser Anbieter kommt aus den beschaulichen Strahlen. Wie sieht denn der Arbeitsalltag so bei euch aus? Ja, also ich bin erstmal Jana Wasser. Ich mache eine Ausbildung als Industriekauffrau in Kühne, also in Strahlen bei Kühne. Mein Alltag fängt so an, wir haben Gleitzeit. Das heißt, dann, wenn ich aufstehe, dann fahre ich erstmal zur Arbeit, was für mich auch nur ein 5 Minuten Fuß, also Arbeitsweg ist. Ich habe in meiner Ausbildung mehrere Abteilungen durchlaufen, bis zu 12 Stück. Derzeit bin ich in Arbeitsvorbereitung, wo wir planen die Konserven, die Winterprodukte, die jetzt gerade anlaufen, wie Rotkohl. Kühne ist ja ein großes Unternehmen. Ich nehme an, ihr seid nicht nur in Strahlen. Wo seid ihr noch zu finden? Wir haben in Deutschland 5 Standorte. Einmal in Berlin, in Schweinfurt, in Hamm und Strahlen. Und in Hamburg ist unsere Zentrale. Sprich, da ist auch kein Produktionsstandort. Da wird alles verwaltet. Ja, und außerdem haben wir halt in mehreren Ländern wie Frankreich, Türkei, China weitere Standorte. Da wir jetzt auf der Ausbildungsmesse sind, bietet sich die Frage natürlich an, was für Ausbildungen präsentiert ihr eigentlich? Wir bilden dieses Jahr in Strahlen 4 Ausbildungsberufe aus. Einmal Fachkraft für Lebensmitteltechnik, Fachkraft für die Lagerlogistik und die Industriekauffrau, Kaufmann. Und was jetzt auch neu nächstes Jahr dazukommt, ist der Industriemechaniker. Wie wichtig ist so eine Ausbildungsmesse denn auch für den Betrieb, für euch? Sehr wichtig. Also wir sind jetzt, sage ich mal, noch neu dabei. Aber wir haben durch letzten Jahr gemerkt, dass wir jetzt schon viel mehr Bewerbungen bekommen haben, da wir hier präsent sind, den Leuten die Frage antworten können. Und für uns, das werden wir auf jeden Fall jedes Jahr wieder machen. Frau Wasser, vielen lieben Dank. Das war's von Kühne und ich werde mir ja nochmal sowas zum Naschen raussuchen. Das sieht doch ganz lecker aus.